Crusader Kings meets RimWorld. Das ist eine sehr verheißungsvolle Kombination. Wir spielen Norland. Wir haben damals schon Norland vor, weiß ich nicht, vier Monaten gezockt. Damals war das eine Demo oder eine Early Access, bin mir nicht ganz sicher. Jetzt haben wir die Vollversion und gehen natürlich direkt rein. Wer das Tutorial sehen möchte, der kann das in unserem ersten Video zu Norland tun. Ich werde jetzt mal versuchen, ohne Tutorial wieder reinzukommen. Ich habe es nochmal wieder gespielt in Vorbereitung auf diese Session, um mich ein bisschen dran zu erinnern. Wir machen aber ein neues Spiel und fangen mal an, damit uns eine Familie zu erstellen. Sekunde, wir haben doch keinen Ton. Ja, ist nicht schlimm. Warum machen wir das? Weil wir... Du willst dann nochmal... Okay, wir fangen einfach komplett neu an. Ja, zu früh im Video. Wieso habt ihr keinen Sound? Warte, ist kein Problem. Also, OBS ist... Oh. Gott, du warst kurz weg. Warte mal. Hä, wieso ist das denn hier umgeswitcht? Die Capture-Card hat sich... Ach so, weil ich das... Ja, weil ich das einmal rausgezogen hatte. Ach so, ja, deswegen ist das auch nicht mehr... Kein Problem. Egal. Mach ich nochmal eine neue Anmod. Jetzt müsste Sound da sein. Oder? Guck mal lieber vorne. Nee. Doch, jetzt muss Sound da sein. Okay. Warte. Du sagst? Ja. Jetzt muss Sound da sein. Alles andere wäre Quatsch. Das gibt's doch gar nicht, ey. Es gibt so Tage. Da ist ein bisschen der Wurm drin, aber ist auf HDMI, muss jetzt eigentlich, warte, ich mach mal irgendein Video an oder sowas. Warte. Die letzte Folge Elden Ring. Ja, warte mal. Die Outtakes sind das Beste am Film. Guck mal hier, alte Folge Elden Ring. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Ja, klappt doch. Zack. So. Du hast Sound. Habt ihr keinen Sound? Hattet ihr gerade keinen Sound? Kannst du aber zurückgehen? Nee, ach doch, jetzt. Lass da. Gemacht. Ja, okay. Wollte ich gerade sagen. Dann legen wir jetzt aber nochmal los. So. Das Ganze nochmal neu. Let's go. RimWorld meets Crusader Kings. Das beschreibt Norland, glaube ich, ganz gut. Wir haben vor, ich glaube, 3-4 Monaten schon mal eine Vorabversion gezockt. Jetzt gibt es die Vollversion und es ist wirklich ein sehr verheißungsvolles Spiel, das wir uns heute noch mal genauer anschauen. Ich habe in Vorbereitung noch mal das Tutorial gespielt, um mich daran zu erinnern, wie das alles noch mal funktioniert. Und wir machen gemeinsam ein neues Spiel. Wir beginnen mit der Erstellung unserer Familie. Da sieht man schon auch diese Crusader Kings Anleihen. Da geht es ja auch immer so um Dynastien und hier ist das auch so. Visuell erinnert es sehr stark an RimWorld. Aber wir fangen erstmal jetzt hier an. Wir haben 2 Brüder und eine Ehefrau. Ich hoffe, da gibt es keinen Streit. Und wir können jetzt so ein bisschen selber auch gestalten, wie unsere erste Dynastie aussehen soll. Das heißt, es gibt verschiedene Fähigkeiten, die alle mitbringen. Dann hat man hier teilweise so einen gelben Stern. Das ist ein besonderes Talent und jeder Charakter kann bis zu 3 besondere Talente haben. Und das... Okay. Jetzt ist die Kamera weg, was? Keiner weiß warum. Okay, heute ist einer dieser Tage, was? Warte mal. So. Es ist völlig lächerlich. Na, Sekunde. Es gibt so Montagstage, ne? Obwohl gar nicht Montag ist. Ne? Es geht original die Kamera einfach aus. Naja.
Was ist denn jetzt los? Oh Mann. Ja, also die Kamera läuft, das kann ich schon mal sagen. Hallo, kein Signal mehr. Ja, das ist. Ich steck mal HDMI nochmal neu rein, warte. Ja. Ich gucke in der Zeit mal, ob Ton jetzt richtig gut ist. Ah, da war was. Oh. Okay. Ja. Hammer, ey. Oh. Warte. So, Leute, jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht erklären. Kleiner Wackelkontakt. Ah, warte. Ja. Da bin ich. Meinst du, es klappt jetzt? Beim Sound bin ich mir unsicher. Warum? Der Sound war doch gerade da. Ah, vom Spiel nicht. Nur vom Video. Oder hat das Spiel einen Sound im Hauptmenü? Nö, ich glaube nicht. Weiß ich nicht, ob es einen Sound gibt. Ah, okay. Habe ich nichts gedacht. Fuck. Nummer 3. Kurz den Schreibtisch ein Stück rangezogen. So, ey, come on. Ich traue der Geschichte jetzt nicht. Okay, wir probieren es jetzt nochmal. Ein drittes Mal. Du hast kein Spiel. Komm mal, ich mach mal einfach fortsetzen, bevor wir. Um zu checken, dass wir jetzt nicht noch ein viertes Mal neu anfangen müssen. Jetzt fällt gleich das Netz. Irgendwas ist heute, ne? Ich höre nichts. Und sehe auch keinen Ausschlag. Das ist einfach komplett lächerlich. Warum? Sehen wir es jetzt. Ich befürchte, dass noch irgendwas im Spiel eingestellt ist, aufs falsche Autogerät geht. Starte einfach das Spiel neu. Das wird immer helfen. Neustarten des Spiels geht immer. Ach ja. Was für ein schöner Tag heute. Gott, wenn das die ganze Zeit so weitergeht. Um ehrlich zu sein, ist das für mich, um ehrlich zu sein, geht das für mich jetzt schon den ganzen Tag so. Heute ist ein richtiger Montagtag. Das geht, für mich ist der ganze Tag, obwohl die eine Sache hat richtig gut funktioniert, gerade ja, unser genau, Meeting. Also ne? Ich grad sagen. Ja, das Meeting hat richtig gut funktioniert. Ja. Hast du sogar Lob abbekommen, also. Ja, ich wurde gerade in einem Meeting gelobt, weil wir haben gerade so ein paar Einstellungen gemacht für dieses Forza-Rennen und so. Und ich habe, also Nikola war mit im Meeting und er hat alles gemacht. Und ich habe nichts gemacht. Und dann haben die aber, das waren so englischsprachige Kollegen, und dann haben die mich gelobt, weil ich das alles richtig gemacht habe, und wirklich hat Nikola alles gemacht, habe ich aber nicht aufgeklärt, ne? Ich einfach das Lob eingesteckt. Oh, da ist was. Der Sound. Ja. Ihr habt doch gesagt, ihr habt ja gesagt, das ist lediglich Neustart. Boah, so, wir versuchen jetzt nochmal. Wehe, das ist jetzt, irgendwas passiert jetzt noch. Dann turn ich through. Wehe, wehe, wehe. So, let's go. Klappe die achte. Norland. Ich sag alles, den kompletten Text einfach nochmal genauso. RimWorld meets Crusader Kings. Herzlich willkommen zu Norland. Wir haben Norland vor einigen Monaten schon mal in einer Vorabversion gespielt. Jetzt haben wir die Vollversion vorliegen und wir stürzen uns natürlich direkt wieder rein. Ich habe in Vorbereitung das Tutorial nochmal gespielt, weil es da doch ein bisschen komplexer ist, und hoffe mal, dass das jetzt ausreicht, um gemeinsam ein erstes neues Spiel zu starten. Womit beginnen wir? Wir erstellen uns eine Dynastie. Da sieht man schon ganz klar die Anleihen an Crusader Kings, denn wir brauchen eine royale Familie, ein Königshaus, und die werden dann sozusagen von uns instruiert, wiederum dem Volk Anweisungen zu geben. Ihr werdet gleich sehen, was dahinter steckt. Als erstes erstmal eine Familie. Da sehen wir jetzt drei Leute, zwei Brüder, eine Ehefrau. Wir können deren Attribute auch immer fröhlich durchwürfeln.
Und dann haben wir so verschiedene Faktoren, zum Beispiel das Alter. Das bestimmt natürlich auch die Talente, denn je älter jemand ist, desto mehr Zeit hatte er, Sachen zu erlernen. Dann haben wir hier verschiedene Fähigkeiten, Manieren, Handel, Redekunst, Intelligenz, Verwaltung, Lehren, Kampf und Führungsqualität. Und wir haben hier dann nochmal die Gesamtfähigkeiten, in denen dann auch so Talente angezeigt werden. Das sind hier diese gelben Sterne. Jeder Charakter kann bis zu drei Talente haben. Hier steht jetzt 0, 1 oder 2. Waren es nicht mal sogar 3? Ja, müssen ja 3 sein. Ich habe ja hier 3. Genau, und wir können jetzt hier die ganze Bandage auch visuell so ein bisschen anpassen. Und dann können wir hier auch noch Charaktereigenschaften vergeben. Es gibt natürlich einen Bonus und einen Malus. Auch das kennt man von Crusader Kings. Den können wir hier, glaube ich, auch auswählen. Wir können zum Beispiel sagen, er soll lüstern sein. Dann ist das Verlangen nach Geschlechtsverkehr doppelt so hoch. Und können ihn dafür aber auch attraktiv machen. Was natürlich jetzt auch der Eigenschaft des Lüsternseins vielleicht auch behilflich ist. Wir können natürlich den Namen auch ändern. Und was war das hier noch gleich? Ist das das Reich, was wir haben? Ah ja, genau. Da gibt's, okay. Zu jeder Fraktion gibt es dann hier noch so ein paar geschichtliche Einordnung. Diese ehemaligen Barbaren bewohnten die Grenzgebiete des Purpurnenreiches, das sie mit dessen Grenzschutz betraute. Ehre und Tapferkeit im Kampf bedeutet den Kaiden mehr als alles andere. Dann haben wir hier die Tanaya. Die sind ein bisschen intrigant. Einst eine große Kultur und die ursprünglichen Begründer des Purpurnenreiches. Die Tanaya-Kultur beschränkte sich schlussendlich zu sehr auf ihre religiösen Dogmen, die ein Mitgrund für ihren Niedergang waren. Dann haben wir hier die Marker. Die sind eher so auf Handel aus. Und die Waren, die haben Bock auf Frieden. Die wollen den Frieden wahren. Können wir uns jetzt was raussuchen? Standardmäßig haben wir jetzt hier die Waren, glaube ich, drin gehabt. Dann bleiben wir mal dabei. Frieden klingt für mich jetzt auch erstmal nach einem erstrebsamen Zustand. So, jetzt können wir hier noch gucken, soll der dick, soll der dünn sein? Oder wir sagen einfach, come on, lass mir das hier mal einfach auswürfeln. Und ihr seht, da verändern sich dann die Werte. Die Talente bleiben hier, glaube ich, erstmal gleich. Oh, okay, das sieht lustig aus. So, der hat gute Manieren. Wie alt ist er? Er ist jetzt 30. Wir können ihn auch wieder so ein bisschen lüstern machen und dafür ist er attraktiv. Dann haben wir sie. Sie ist 23, aber schon graue Haare, was mich ein bisschen irritiert. Sie kriegt lieber so Lannister-Haare hier. Und Silomir ist 38 Jahre alt. Und er ist wunderschön. Geistig behindert heißt in dem Fall hier minus 50% Erfahrung durch Lernen, allerdings mit einem konstant positiven Gedanken. Ja, wenn man 38 ist, dann wird man eh nicht mehr so viel lernen. Von daher lassen wir mal den Malus ruhig da. Sie ist missgünstig. Ist alles nicht besonders sympathisch, aber so ist das halt. Man muss Abstriche machen. Jetzt können wir natürlich die Namen noch ändern. Und sagen hier, wie heißen die denn? Wer von euch da im Chat hat denn Lust, der König zu sein? Wer will König dieser Dynastie sein? Jetzt wird's interessant. Le Franzmann war der Erste. Antje ist die Zweite. Le Franzmann, es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, Le Franzmann. Dann hatten wir Antje als Zweites. Und wer war der Dritte? Warte. Franzmann, Antje, Grundbirn, Ahoi. Das ist okay. Ja, Grundbirn. Was ist das für ein Name? Grundbirn. So, das sind jetzt unsere Herrscher. Ich würde es jetzt einfach mal so lassen, damit wir direkt fortsetzen können. So, jetzt können wir uns hier eine Startprovinz wählen. Die sind ja auch so ein bisschen nach Schwierigkeit eingeteilt. Hier unten wird es ein bisschen schwieriger Richtung Westen. Wir sind hier eher im Zentrum in Funkenheim und ich denke, dabei sollte es auch bleiben. Wir wählen Funkenheim. Allerdings werden wir natürlich Funkenheim in Rötzling umbenennen. So gehört sich das. So, jetzt gibt es hier wieder was Interessantes. Wir können jetzt hier unsere Grenzen erweitern. Und andere Provinzen uns irgendwie noch einverleiben. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Crusader Kings-mäßig.
Also, das heißt, wir können jetzt zum Beispiel, erstmal machen wir uns hier mal ein anderes Logo, eins, mit dem wir uns identifizieren können. Guck mal hier, was es da alles gibt. Oder da ist der Hirsch. So, ich finde die Schnecke. Wir nehmen auf jeden Fall die Schnecke. Und wir nehmen. Warte. Wir nehmen die weiße Schnecke auf rotem Grund. Das ist unser Logo. Jetzt können wir ja noch festlegen. Ich bin so ein bisschen im Weg. Ich nehme mich mal kurz weg, damit ihr das besser sehen könnt. So, das ist unser Logo. Das kann man hier ändern. Und ne, so habt ihr gerade ein bisschen vielleicht nicht sehen können, weil ich zu sehr im Weg stand. Dann können wir noch feststellen, was wir hier für Ressourcen von den Dörfern, die an uns entrichtet werden. Also Roggen zum Beispiel haben wir hier und Holz. Das scheint mir die wichtigsten Primärressourcen zu sein. So, und jetzt können wir hier einstellen, wie so die Ausgangssituation ist. Wir können also jetzt hier die Grenzen verschieben, indem ich hier auf die Schnecke drücke, und können jetzt hier einstellen, was wir für eine Art Reich sind. Ne? Wir können jetzt ein Lehnsherr sein oder wir können ein Allianzanführer sein. Wir können aber noch quasi uns das gesamte Reich auch noch einverleiben lassen. Wir lassen es mal so jetzt, dass wir Lehnsherr sind. Wie gesagt, wir könnten theoretisch die Grenzen hier ins ganze Reich ausdehnen und dadurch so ein bisschen die Startbedingungen auch verändern. Lass uns das nicht zu kompliziert machen. Wir legen jetzt einfach mal los. Dann können wir hier noch verschiedene Szenarien anwählen. Wir nehmen mal das hier, dass ein Mitglied unserer Familie wurde gefangen genommen. Oh, wir nehmen keine Krisen, wir nehmen friedlichen Modus, damit wir jetzt erstmal reinkommen können und könnten jetzt hier theoretisch auch noch zum Beispiel einen Eisenüberschuss oder so nehmen, dass das alles noch ein bisschen einfacher wird. Aber dabei belassen wir das jetzt. 4500 Gold klingt auch gut. Wir beginnen mal einfach mit unserem Abenteuer. 200 Jahre sind passiert, seit dem Ende der devastating religious war. Das Empire fell und seine former Provinzen eventually became barbarian kingdoms. Die Kirche managed to revive hope. And peace and prosperity reigned over the ruins of the former civilization. Over time, the influence of the church only grew. But history is cyclical, and power cannot remain in one's hands for long. Wars between kingdoms flare up one after another. Hunger and poverty force people to abandon their homes and seek refuge in neighboring settlements. Can your dynasty unite the kingdoms and halt the advance of the Dark Ages? From this moment on, history is written by you. So sieht das nämlich aus. Wir schreiben jetzt die Geschichte Rötzlingens und seiner Herrscherfamilie. So, jetzt lädt er die Welt. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass wir auf einer Karte sind, die jetzt eben Rimworld sehr ähnlich ist. Norland im Jahre 2898 seit der Weltenschöpfung. 200 Jahre sind vergangen, seit das große Purpurne Reich in den Flammen der Religionskriege zugrunde ging. Seine ehemaligen Provinzen wurden zu barbarischen Königreichen, die nur durch die Kirche der Mutter Sophia von ihrer gegenseitigen Zerstörung abgehalten wurden. Während die heiligen Propheten das bevorstehende Ende der Welt verkünden, nimmt der Traum von einem neuen Imperium in einem der kleinen Königreiche langsam Gestalt an. So, wir sind auf Pause. Hier unten rechts kann man die Geschwindigkeiten umstellen. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Welt an. Also, jetzt wisst ihr, warum ich Rimworld sage. Die Vögel zwitschern. Wir haben hier unsere drei Lords da oben. Le Franzmann, Grundbirn und Antje, die können wir uns ja erstmal angucken. Da gibt es nämlich so ein paar Sachen, die man beachten kann. Erstmal hier, jetzt bin ich wieder im Weg. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir, ehrlich gesagt. Ich muss mich mal irgendwo, vielleicht mache ich mich ein bisschen kleiner und schrumpfe mich ein und gehe hier so hin. Wir werden sehen, wo ich am besten platziert bin auf Dauer, weil es halt so viele Pop-Ups hier gibt. Hier sieht man die Beziehung zu anderen Personen. In dem Fall ist es hier Delon, das ist
irgendein Lord von Großnebel, einer anderen Provinz, nehme ich mal an. Wir sehen hier, seine Bedürfnisse, seine Laune ist sehr schlecht. Schlaf, Nahrung, Ruhe, Sex ist okay. Frömmigkeit passt nicht. Wir müssen also Tempel oder Altäre bauen. Und wir sehen hier, was ihn wirklich bekümmert ist. Eine geliebte Person ist in Gefangenschaft geraten, und zwar Antje. Das war ja das Szenario, was wir ausgewählt hatten. Also die sollen wir wohl tunlichst schnell befreien. Dann sehen wir hier noch seine Fähigkeiten. Die sind überschaubar, wie ich finde. Er hat bei Manieren Talent, aber auch nicht besonders viel mit diesem Talent bislang angestellt. So, und dann haben wir noch Grundbirn, das ist sein Bruder. Okay, nur mal so als Information. Dann funktioniert es im Grundsatz so, dass wir jedem Gebäude einen Lord zuweisen. In dem Fall gehen wir jetzt mal auf die Halle und... Ah, da müssen wir es vielleicht nicht machen, aber haben wir noch gar nichts gebaut. Ah, dann kommt das gleich erst. Dann bauen wir erstmal was. Und zwar bei Ressourcen ein Holzfällerlager. Das ist eigentlich immer das Erste, finde ich, bei allen Spielen. Wir sehen hier eine Zahl eingeblendet, die sich aber auch nicht verändert. Es bleibt überall bei 15, dann ist das wahrscheinlich auch relativ egal. Wir bauen hier ein Holzfällerlager. Und hier bauen wir ein Steckrübenfeld. Fruchtbarkeit gerne auf 100. So, dann können wir vielleicht mehrere da noch unterbringen. Okay, die werden jetzt gebaut. Dann lassen wir sie mal los. Guck mal, da sind sie. Le Franzmann und Grundbirn. Das machen wir mal weg. Ja, wie kriege ich dich weg? Gar nicht. Ihr seht, die haben ihre eigene Sprache entwickelt. So. Wir müssen eigentlich... Halle, alles klar, Priorität. Achso, hier ist Franzmann. Okay, der ist schon der Typ. Der ist schon eingeteilt als Lord. Aber wenn wir hier diese neuen Baustellen errichten, müssen wir auch neue Lords zuweisen, die die Arbeit verrichten. Hoffe ich doch mal, dass das jetzt vonstatten geht. So, wo ist Antje? Antje ist hier. Und jetzt auf einmal, die Musik ist auf einmal sehr laut. Oder? So, die müssen wir wahrscheinlich befreien. Weil sie in der Hand von irgendwelchen Häschern ist. Das heißt, wir müssen da gleich mal eine Armee aufstellen. Und zusehen, dass wir die da irgendwie rauskriegen. Aber erstmal muss Antje sich gedulden. Wir sehen hier an ihrem gelben Hintergrund, dass sie so semi-glücklich ist, logischerweise. Grün bedeutet eigentlich, dass alles in Ordnung ist. Nur hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Antje befreien können. So, jetzt ist die Frage, warum wird hier nicht gebaut? Können hier mal Ressourcen, weil eigentlich müssten wir... Ah, kommen da jetzt Leute? Macht ihr was? Die schleichen sich vorbei. Das ist ja Quatsch. Er ist hier eigentlich schon als... sozusagen Taktgeber installiert. Das muss man in jedem... Ah, hier passiert was. Okay, der schleppt schon. Hier ist deren... Okay, der isst was. Unsere Bewohner sehen wir hier. Das sind die Bauern. Und wir haben 7 in der Stadt. Durchschnittliche Laune 84 ist gut. Vermögen 15 pro Person ist auch, glaube ich, okay. Und da kriegen wir so ein bisschen zusammengefasst, was hier so los ist. Wir wollen uns natürlich vergrößern, das heißt, wir möchten Zuwanderer anlocken. Das machen wir am besten, indem es den Leuten einfach gut geht. Wir können auch aufpassen, dass die... Warte mal, das machen wir... Wo war das? Was behandeln? Nee. Es gibt ein Feld, da sieht man, was die Bauern so kaufen können. Das ist Produktion, da machen wir gerade gar nichts. Da können wir eine Armee anwählen, das ist auch sehr wichtig. Und das ist unsere Dynastie, alles klar. Nektarkonsum haben die gar, das ist gut, wollen sie nicht. Wissen, das erzähle ich euch gleich noch, was es damit auf sich hat. Das ist unsere Karte. Man kann eigentlich auch noch irgendwo sehen, wie viel Geld die Leute haben und was die sich so kaufen können. Das machen wir dann gleich. Ich dachte, dass das
hier gewesen wäre. Da ist es, genau. So, das mache ich jetzt mal weg. Hier sehen wir, was die Bauern so verdienen und was die Lebensmittel kosten. Die Grundbedürfnisse sind erstmal Essen und Alkohol. Und die Bauern müssen sich das kaufen mit dem Geld, was sie verdienen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schnaps hier unten, seht ihr das? Kostet 3 Gold pro Einheit und Bier kostet 5 pro Einheit. Dann haben wir Steckrüben, die kann man essen, kosten 3 pro Einheit. Also wenn wir das günstigste Lebensmittel nehmen, Steckrüben, und den günstigsten Alkohol, den Schnaps, dann wären das 6 pro Tag. Die Bauern verdienen 5 pro Tag. Im Idealfall können die sich eine Einheit Essen und eine Einheit Alkohol pro Tag leisten. Können sie jetzt aber nicht, weil sie kriegen nur 5 pro Tag und eine Rübe kostet 3 und ein Schnaps kostet 3, sind 6. Das heißt, sie können sich nur jeden zweiten Tag Schnaps leisten. Das wollen die aber nicht. Wir könnten jetzt einfach den Lohn erhöhen. Dann kostet uns das aber 67 Gold pro Tag. Oder wir könnten den Preis für Schnaps senken für unsere Bauern. Dann würde das auch gehen. Dann würden wir hier quasi, kostet das nur noch 2 und das kostet 3, dann wären wir bei 5. Und die kriegen 5 und dann wäre das okay. Und die Krieger können sich das auch leisten. So. Okay. Dann hoffe ich mal. Ah, guck mal, hier wird was gebaut. Da fehlt ein Lord. So. Jetzt zeige ich euch das mal. Alles klar, wir machen mal auf Pause. Hier ist das jetzt aktiviert. Wir müssen jetzt diesem Feld einen unserer Lords zuweisen, der den Bauern Anweisungen erteilt. Weil wir können die Bauern nicht direkt steuern. Das heißt, wir gehen hier auf Verwalter annennen. Das kann man auch machen, indem man einfach eine rechte Maustaste drauf drückt und dann sieht man das direkt. Oder man klickt auf das Gebäude und dann hier auf das Plus. Und jetzt müssen wir uns zwischen diesen beiden entscheiden. Antje ist ja nicht verfügbar, weil die im Knast sitzt. Und dann sehen wir hier einen Bonus. Je nachdem, was der Lord für Eigenschaften hat, kriegen wir dann auf das Gebäude einen Bonus. Grundbirn hat hier eine 10 und Le Franzmann eine 3. Und wir sehen, Produktionsbonus ist bei Grundbirn 232 und bei Le Franzmann hier 212. Deswegen nehmen wir natürlich Grundbirn. Die Lords können, ich glaube, insgesamt 7 Gebäude bewirtschaften. Also, dass man darf die jetzt auch nicht, man darf nicht immer nur denselben nehmen. Man muss sie ein bisschen gucken, dass sie nicht überfordert sind. So, und der wird jetzt hier weitere Anweisungen in diesem Steckrübenfeld erteilen. Machen wir mal weiter. Müsste eigentlich gleich hier das Zeichen weggehen, wenn der Typ da seinen Job ernst nimmt. Und hier können wir das noch nicht machen. Ich weiß auch nicht, warum. Da ist Grundbirn und der läuft jetzt dahin, glaube ich. Der müsste jetzt dahin gehen, so sieht's aus. Oh, da gehe ich da mal hin, da schaue ich mal nach dem Rechten, da gucke ich mir mal das Steckrübenfeld an. Können auch ein bisschen beschleunigen. So, jetzt geht er dahin. Richtig. Rudeberger. Was auch immer das bedeutet. Okay, jetzt weiß er Bescheid, was er machen soll und wird jetzt den Anweisungen folgen. So, hier ist gleich das Holzfällerlager fertig. Da müssten wir dann eigentlich auch jemanden noch zuweisen. Aber das wird jetzt erstmal fertig gebaut. Das gefällt mir gut. Denn Holz ist wichtig. So, jetzt. Zack, Holz. Wieder auf Verwalter ernennen. Jetzt haben wir wieder die Wahl zwischen den beiden. Wir bleiben mal bei Grundbirnen. Der Bonus ist da ein bisschen höher. Und beide haben bislang ein Gebäude, was sie, dem sie vorstehen sozusagen. Hier, Le Franzmann ist hier schon der Chef. Da sieht man es und da gibt es einen Bonus von 112 und Grundbirn macht jetzt eben diese beiden anderen. So, ein Arbeiter haben wir drin, produziert Holz und Bonus sieht nicht gut aus. Arbeiterwegzeug zum Arbeitsplatz 28 Minuten, zum Lagerhaus 13 Minuten. Das wird hier alles schön aufgeschlüsselt. So, wir können ja sogar das noch aufwerten, alles klar. Ja, hier, auch hier werden Anweisungen. Grüneberger. Verstehst du? Er erklärt denen jetzt, wie man Holz fällt. Er kennt sich aus. So, hier ist noch kein Arbeiter
Weil wir vermutlich einfach nicht genug Leute haben. Das heißt, da wird nichts gemacht. Deswegen hier dieser durchgestrichene Johnny Boy. Da wird einfach nicht gearbeitet. Und hier haben wir auch nur einen drin. Okay. So. Das heißt, wir brauchen natürlich möglichst schnell neue Leute, die hier so richtig tätig werden können. Heute erwartete Zuwanderer 4. Das klingt schon mal richtig gut. So. Dann können wir mal gucken, wie sieht's aus bei der Armee. Wir sollten jetzt ja mal Antje befreien. Wir können mal eine Armee aufstellen. Und ich hoffe mal, das sind hier, sind das meine Krieger oder sind das Söldner? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir können die hier einfach mal, sollen wir die mal anheuern, oder sind das, ah ne, die haben wir schon. Okay, ich glaube, wir können hier keine Söldner gerade anheuern, wenn ich das richtig sehe. So, wir stellen mal eine Armee auf und machen den hier zum Kommandanten. Franzmann wird Kommandant. Und jetzt können wir, da ist natürlich noch überhaupt nichts drin. Wenn wir die jetzt, da können wir jetzt mit reinsetzen. So. Und wir haben leider nicht so viele Waffen vorrätig, aber alles, was wir haben, packen wir dann mal mit rein. Und er hier könnte jetzt auch noch mit reinkommen, der zweite Lord. Und das ist jetzt unsere Armee. Die können wir jetzt erstmal erstellen. Ja, okay. Wollen wir natürlich nicht. Wir müssen uns um die Laune der Krieger kümmern. Die verbessert sich natürlich, je wertiger die Produkte sind, die sie sich leisten können. Also Fleisch und Ale sind natürlich besser als Steckrüben und billiger Schnaps. So. Okay. Jetzt haben wir eine Armee. Hoffentlich. Und können die zur Befreiung einsetzen, hoffe ich doch mal. Jetzt holen die sich hier erstmal ihre Gerätschaften. Habt nicht so viel da. Keule, Bogen ein bisschen. Hier, guck da. Das ist meine Armee. Die siebte Schneckenarmee. So, Krieger sind bewaffnet und bereit. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir auf die Karte und schicken die Armee darüber. Die soll jetzt mal, die soll sich nicht ergeben und die soll auch nicht auflösen. Die soll, warte, in den Kampf ziehen. Da sehen wir, wie die, ah, okay. Ja, ich hoffe mal, das reicht aus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir damit das erreichen können, was wir wollten. Aber wir müssten eigentlich, wenn ich jetzt, zack, warte, kann ich hier nicht, müssen wir mit einem hinten, ein Bote. Wir müssen einen Boten dahin schicken. Ich dachte, warte mal, aber ich kann doch hier, genau, das ist das Lager. Ich probiere jetzt einfach mal. Okay, ich kann Lösegeld, 644 Lösegeld, dann kommt sie frei. Oder wir können sie angreifen. Und da gibt es aber Konsequenzen. Also, pass auf, ich mach mal auf Pause. Das ist auch so Crusader Kings mäßig, ne? Jetzt müssen wir uns jetzt wirklich überlegen, was wir machen, um Antje aus den Fängen der Banditen zu befreien. Sie wird eventuell gefoltert, wie fürchterlich. 644 Gold und dann scheint mir ihre Befreiung durch zu sein. Wir können sie auch angreifen. Beginne eine Schlacht gegen einen 6-Mann starken Banditentrupp, der ausschließlich aus leichten Kämpfern besteht. Deine Nachbarn und die Kirche der heiligen Sophia, repräsentiert durch die Matriarchin, werden dir für die Zerstörung vom Banditenlager dankbar sein. Konsequenzen, das Banditenlager wird zerstört, Beziehung zu Nachbarn und Patriarchen verbessert sich. Wenn im Lager Geiseln gefangen gehalten wurden, werden diese im Fall eines Sieges befreit. Also auch noch andere Geiseln vermutlich als Antje. Und wir könnten 150 Gold bekommen. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Bezahle Banditen. Angriffe auf deine Siedlung werden für die nächsten 7 Tage eingestellt. Ja, das ist ja Quatsch, das wollen wir ja nicht machen. So, also jetzt haben wir schon mal die Information, dass der Feind aus 6 Mann besteht, die nur leicht bewaffnet sind. Jetzt gucken wir uns doch mal unseren eigenen Trupp an, was der so drauf hat. Da haben wir nämlich 1, 2, 3. Sehe ich das richtig? Wir haben 2 Keulen-Johnnies,
und 3 Bogenschützen und Grundbürn und Franzmann. Naja, also es sind 5, 6, 7. Es könnte sein, dass wir in dieser Schlacht auch verlieren. Und dann ist alles hinüber. Oder wir sagen, wir haben ja Kohle, wir bezahlen die einfach aus. Eventuell, normalerweise, also man kann sich auch so Söldner-Kompanien anheuern. Die kosten natürlich auch Geld. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen, ich weiß aber nicht, wie lange das dauert, bis die da sind. Wir nehmen das Geld, was wir zur Bestechung dauert 1 oder 2 Tage, bis sie da sind. Ah, und wir müssen ihnen auch noch eigene Waffen geben. Also es könnte sein, dass wir, ich speichere das mal kurz, und ich greife die jetzt einfach mal an, weil ich das sehen will, ob das funktioniert. Und außerdem will ich euch das zeigen. So, Waldbanditenlager, Aktion, Angriff. Und zwar auf, so, und wir nehmen den Trupp hier. Bam, den haben wir schon erstellt. Siegwahrscheinlichkeit 63%, reicht mir. Armee wird entsendet. Okay, und jetzt, wenn wir aus der Karte rausgehen, sehen wir, die machen sich jetzt auf. Schwer bewaffnet mit Keulen und mit Bögen und vor allem mit dem König Le Franzmann, der diesen Trupp persönlich anführt. Und jetzt gehen wir und versuchen, Antje zu befreien. Und ob das klappt oder nicht, steht in den Sternen. Die marschieren los. Hier verlassen sie gleich unseren Kartenabschnitt, nehme ich mal an. Oder kommen sie da? Ja. Da laufen sie los. Und eigentlich müsste dann hier auch gleich eine Aktion aufploppen, wenn sie da sind. Oh, da sind die Zuwanderer gekommen. Das ist super. So, da marschieren sie los. Guck. Ich mache jetzt aber mal eben ganz kurz nochmal hier und guck, ob die Zuwanderer, ich mich denen noch zuwenden muss, weil die wollen wir natürlich behalten. Und das ist der Händler, von dem können wir was kaufen. Okay. So, übrigens, wenn man näher rangeht, werden die auch lauter, ne? Ja, die sind aber dreckig und zerlumpt, ne? Das hier ist eine Händlerin. Mit der können wir jetzt nicht interagieren, weil wir niemanden haben. Alle Lords sind auf Kriegsfährte. Und da muss man einen der Lords hinschicken, die mit denen verhandelt. Die bleibt jetzt eine Weile da und dann haut sie wieder ab. Können wir gerade nicht machen. So, unser König ist gleich im Banditenlager. Ich beschleunige die Zeit. Und dann schauen wir uns hier mal an, was passiert. So, da ist er. Erstmal kommt hier ein Pop-up für den Händler. Weil mit dem können wir Sachen handeln. Unter anderem Bücher. Die Bücher geben uns Wissenszuwachs und geben uns dann vielleicht Informationen, um Sachen zu bauen, die uns jetzt noch nicht zur Verfügung stehen. Das können wir natürlich jetzt noch nicht machen. Wir sind erstmal hier mit dem Krieg. Jetzt klicken wir hier auf das Schwert-Symbol, kriegen hier eine kleine Einschätzung der Situation, ob wir das wirklich machen wollen, wollen wir wirklich kämpfen und können uns jetzt auch zurückziehen, aber das machen wir natürlich nicht. Wir werden jetzt kämpfen. Die sind, ja, fast leicht favorisiert, aber wir machen das jetzt. Ich will euch das ja auch zeigen. Wir gucken uns jetzt den Kampf an. Die, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben auch nur so Stangenwaffen. Jetzt muss ich die natürlich anklicken und die darüber schicken. Aber ich habe ja auch Bögen. Also werde ich ein bisschen versuchen. Also ich laufe dir nicht direkt in die Arme. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ob die vielleicht sogar schon auf Entfernung. Ich glaube, ich muss die anklicken, sonst machen die nichts. Ah ja. So, jetzt wird sie richtig gehackt.
Manchmal sind Wunden lediglich Kratzer oder kleine Schnitte. Entzündete Wunden können allerdings gefährlich sein, da sie binnen weniger Tage verwesen und es zu Wundbrand kommen kann. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Wundbrand ist unheilbar und tödlich, weshalb betroffene Personen in diesem Stadium bald sterben werden. Um dies zu verhindern, müssen sie mit Heilsalbe behandelt werden, ehe es dazu kommt. Verwundete Personen machen dies normalerweise von selbst und ohne deine Eingreifen. Heilsalbe wird in einem Lagerhaus aufbewahrt. Verletzte Lords und Krieger können sie im Bedarfsfall selbst dort abholen. Es ist äußerst wichtig, stets einige Fläschchen Heilsalbe auf Lager zu haben. Verstanden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das jetzt habe, aber der Kampf geht erstmal weiter. So, es ist blutig, ihr seht das. Guck mal hier, der hat gar keine Waffe und der hat auch überhaupt gar keine Waffe, was komplett albern ist. Möglicherweise hätte ich das anders machen müssen. So, der erste meiner Mann ist erschlagen. Der hat original nur eine Hand. Das habe ich nicht gut geregelt. Aber deswegen habe ich ja gespeichert. Erstmal wollte ich euch zeigen, wie das hier abläuft. Der Franzmann ist richtig tapfer. Er hat so eisenbewehrte Handschuhe, ne? Super, da gehen jetzt schon zwei der fiesen Räuber sind down. Während ich nur einen verloren habe. Ja, den können wir zu zweit nehmen. Das sieht gut aus. Die flüchten, glaube ich. Der flüchtet, das ist super. Oh, es sieht gut aus für uns gerade. Der haut auch ab. Das sieht verdammt gut aus. Der hat seine Waffe verloren, hebt die Hände, gibt auf. Okay. Ja, da ist das Spiel kurz abgestürzt, wahrscheinlich, weil wir gewonnen haben und das Spiel das nicht einkalkuliert hat. Das kann ja mal passieren. Wir starten einfach direkt neu. Sah aber gut aus. Was wir gesehen haben, wir haben nicht alle mit Waffen ausgestattet. Wir hatten zu wenig Waffen. Im Idealfall haben natürlich alle auch was, mit dem sie sich wehren können, wenn man in so einen Kampf zieht. Aber wir haben trotzdem eigentlich gewonnen. Ich werde mal jetzt einfach fortsetzen und gucken, das müsste ja dann der jüngste Speicherstand sein, wo wir dann landen. Und ob ich vielleicht trotzdem hier noch die Belohnung dieser Schlacht einheimsen kann. Wo sind wir denn? Okay. Wir haben, glaube ich, ja, immer noch keine Armee. Gut, dann machen wir es diesmal ein bisschen anders. Und jetzt kommt ja gleich eine Händlerin, eventuell können wir von der auch Waffen abstauben und greifen dann nochmal an, wenn wir vielleicht alle ausgestattet haben. Ja, so ist das halt, ne? Können wir noch mehr Bauarbeiter verfügbar? Mehl. Oh. So, was haben wir jetzt? Freie Lords. Lords, die von ihrer Familie enterbt wurden und sich danach keinem neuen Adelsgeschlecht angeschlossen haben. Sie treffen mit der Heiligen Karawane ein und können mit Heiligen Ring angeheuert werden. Während sie ihre Rekrutierung abwarten, stehen sie am Eingang deiner Halle. Der Vertrag gilt 10 Tage lang. Danach verlässt der Lord die Siedlung. Freie Lords können beliebige Aufgaben zugewiesen werden, Lehrern, Feldzüge gegen Banditen, Verwalten von Gebäuden, Handelstätigkeiten und vieles mehr. Wenn sich ein angeheuerter Lord mit deinem König anfreundet, kannst du ihn dazu einladen, Teil deiner Familie zu werden und ihm einen Titel zu gewähren. Das kennt man auch von Crusader Kings. Da gibt es dann immer so Gäste am Hof und die kann man dann bezirzen, deren Beziehung verbessern, indem man mit denen auf die Jagd geht oder so. Und dann können die auch am Hofe bleiben und es gibt einem dann wiederum mehr Möglichkeiten. So, das wäre dieser Typ hier, glaube ich. Der müsste das hier sein, Perilios. Und der ist, was ist, 31 Jahre, was kann der? Verwaltung ist der ganz gut. Oh, er hat auch Waffen dabei. Ich würde mal sagen, wir können ihn hier anheuern für 10 Tage. Und wir können, oh, wir können ihm einen Titel gewähren. Hat sehr gute Beziehung zu Le Franzmann. Gemeinschaft, wir können Unterhaltung führen. Oder wir können ihn anheuern. Ich mach mal anheuern und wir kriegen mit Grundbirnen hier die besseren Bedingungen.
Vier Ringe für 10 Tage. So, ich heuer den jetzt mal an. Anheuern. Und wenn wir dann was mit dem machen, vielleicht können wir den behalten. So, das ist der Händler, der ist jetzt hier eingetroffen. Den, der steht jetzt hier rum, irgendwo. Und mit dem können wir jetzt Handel treiben. Jetzt gucken wir, wer hat die besseren Werte. Franzmann hat 3, Grundbürn hat 10. Das heißt, Grundbürn sollte die Verhandlung führen. Er geht jetzt zum Händler. Und dann können wir... Wo ist er denn eigentlich? Ach, scheiße. Die waren ja doch schon, der doch schon losgezogen. Okay, ist egal. Pass auf, wir werden... Warte mal, kann ich dem noch... Vielleicht kann ich den anderen noch dazu holen. Ah, Mist. Ich weiß nicht, ob ich da noch jemanden jetzt im Nachhinein... Ich könnte sie auflösen lassen. Jetzt stehen die da rum. Hä? Warte mal. Okay. Wir machen das jetzt diesmal anders. Ich löse jetzt die Armee auf. Lösen es jetzt einmal auf. So. Jetzt können die nach Hause gehen und der führt jetzt hier diese Debatte mit Perilos. Hier, alles klar, ist angeheuert. Und dann werde ich mal gucken. So, jetzt geht der zum Händler. So, und jetzt haben wir die Situation. Was? Es ging jetzt gerade ein bisschen schnell vielleicht. Ich erkläre euch kurz, was passiert ist. Ich habe die Armee aufgelöst, weil meine beiden Lords, Franzmann und Grundbürn, in dieser Armee gebunden waren. In der Zwischenzeit können die nicht mit anderen interagieren, weil die ja bei der Armee sind. Jetzt habe ich die Armee aufgelöst, weil ich jetzt Perilos angeheuert habe, um bei mir im Dorf zu bleiben. Und dem kann ich, glaube ich, auch einen Platz in der Armee zuweisen und die gleich neu formieren. Kann jetzt aber auch hier Handel treiben und neue Waffen kaufen, die ich dann sozusagen den Kriegern gebe, sodass wir stärker sind. Ich darf diese Waffen hier nicht kaufen, sehe ich gerade, was ist sehr schade. Ich will aber natürlich das, was mir zur Verfügung steht, Streitkolben oder Speere, da will ich natürlich welche von haben. Kaufen wir mal 2 Streitkolben und 2 Speere. Das müsste eigentlich reichen. Wir haben sehr viel Geld. Komm, wir nehmen 3 Streitkolben, 2 Speere. Das ist okay. Und dann können wir Heilsalbe. Hab ich 5, glaube ich. Das ist auch okay. Die sind sehr teuer. Ich kaufe nochmal eine Heilsalbe. So, und jetzt haben wir hier diese Bücher. Kurzer Funktion dieser Bücher. Die enthalten Wissen. Wie zum Beispiel Bogenkunde. Deine Lords und Krieger sind doppelt so fähig im Umgang mit Bögen, unabhängig von ihren diesbezüglichen Fähigkeiten. Wenn ich dieses Buch kaufe für stattliche 293 Gold, dann kann ein Lord das lesen und das lernen. Und solange dieser Lord lebt, hat er dieses Wissen und wendet es auf alle seine Untertanen an. Dann haben wir leckeres Ale. Das heißt, damit können wir Ale in einer Brauerei herstellen. Da brauchen wir aber jemanden, der über Wissen 9, Stufe 9 verfügt. Und ich weiß nicht, kann ich jetzt parallel noch anklicken, ohne dass mir das hier zugeht? Nein. Ich hoffe mal, wir haben jetzt jemanden, der Stufe 9 ist. Das weiß ich gerade gar nicht. So, korrektes Düngen. Dieses Buch ist auf Waren verfasst. Okay, das heißt, Franzmann, Antje, Grundbe und Perilos können das lernen. Das Düngen von Feldern benötigt nur halb so viel Holz. Dann haben wir richtiges Holzfällen. Gefällte Bäume werden in der Provinz doppelt so viel Holz ab. Das ist natürlich auch super. Das könnten wir mal kaufen. So, und dann haben wir hier Bücher, die es uns ermöglichen, neue Gebäude zu erbauen. Das hier ist Kräuterkundler. Das ist Tempel. Da hatten wir ja auch dieses Bedürfnis nach Religiosität. Das wäre auch ganz gut.
Schafott, ja, und ein Bauernhaus, womit wir, glaube ich, dann einfach die Wohnkapazitäten erhöhen. Also es scheint mir alles wichtig zu sein. Tempel war wichtig. Kräuterkundler, ja, das können wir vielleicht auch, obwohl wir haben jetzt auch Geld, können wir einfach Geld rausschmeißen. Und das finde ich auch, das ist wichtig mit dem Ale. Und Bogenkunde eigentlich auch. Das ist alles, ich will alles haben. So, jetzt zahlen wir dafür 1118, das ist sehr viel Geld. Und jetzt können wir noch lächerlicherweise sagen, okay, pass auf, ich biete dir ein paar, oh no, nein, 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 nein. Oh no. Habe ich es gekauft? Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Mist. Okay. Das wollte ich nicht. So, wir kaufen das wie geplant. Die Waffen. Ringe haben wir noch genug jetzt für die Interaktion. Wir haben, was haben wir denn? 3 Streitkolben und 3 Bögen. Dann kaufen wir nochmal. So, jetzt haben wir genug Waffen. Diese Bücher wollte ich kaufen. Und zwar wollten wir das machen. Das machen. Das mit dem Holz. Bauernhaus. Schafott ist egal. Tempel ist wichtig. Kräuterkutter nehme ich auch mal mit. So, und jetzt können wir hier noch ein bisschen was in die Waagschale werfen, indem wir ein paar von den Steckrüben verkaufen. Und ihr seht, dann werden wir hier, jetzt weiß ich, wenn wir 27 Steckrüben noch mit dann reinschmeißen, okay, alles klar. Aber natürlich ist die Handelsbilanz katastrophal schlecht. Aber es ist egal. Handel, Geld ist weg. Wir haben jetzt aber diese Sachen. Und sagen dem jetzt mal Arrivederci. So, jetzt können wir auf Wissen gehen und haben jetzt hier diese Bücher. Und zwar Bogenkunde. So, und jetzt kann das hier jemand lernen. Ah, ich brauche aber erst eine Bibliothek, siehst du? Ohne Bibliothek können die das nicht lernen. Das heißt, ich müsste wieder auf Bauen gehen und dann vermutlich auf, was sind dieses Dienstleistungen? Ja, Bibliothek. Kostet 40 Holz. Haben wir. Ist aber natürlich dringend notwendig, weil was bringt es uns, diese Bücher zu haben, wenn wir sie nicht nutzen können? Die wird gebaut, aber wir werden jetzt für die kommende Schlacht noch nicht in den Genuss kommen, dass wir das Wissen mit dem Bogen nutzen, weil ich will jetzt erstmal wieder eine Armee aufstellen und dazu nehmen wir ihn als Kommandant und die gehen damit rüber und beide Lords gehen auch mit rein. Jetzt sehen wir, was wir für verfügbare Waffen haben. Die packen wir natürlich jetzt alle da. So, können die sich alle nehmen, bitte? So, jeder darf sich jetzt hier ausstatten, wie er will. 7 Krieger, 12 Waffen. Also, keine Ahnung, was auch immer die nehmen wollen, dürfen die sich jetzt nehmen. Ich könnte natürlich jetzt sagen, okay, nehmen mal 3 Bögen. Damit, das würde aber in dem Fall jetzt nicht so viel bringen, weil ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. Das heißt, ich verzichte mal auf den Bogen und mache reine Nahkampfwaffen. Und hab genug davon. So, und jetzt erstellen wir diese Armee. Und dann werde ich die mal zur Befreiung schicken. So, jetzt gehen die da rein. Machen wir auf die 1. So, alle gehen da rein und rüsten sich aus. Die Krieger sind bewaffnet und bereit. So, hier. Da sind die alle. Sind jetzt natürlich deutlich besser als eben. Und dann gehen wir jetzt wieder auf die Karte und versuchen mal Antje da jetzt rauszuholen. Gehen wieder hier rauf, auf Aktion und könnten sie natürlich immer noch wieder günstig freikaufen. Machen wir nicht. Wir gehen auf den Angriff und machen das. Zack. Und er hier, bam, let's go. 66 Armee entsenden. Und es müsste eigentlich gut gehen, weil sie sind jetzt besser aufgestellt als eben, bevor das Spiel gecrashed ist. So, die ziehen jetzt los. Let's go. Und der Händler wird irgendwann wieder gehen. Jetzt haben wir hier alles gemacht. Und wir holen jetzt so Antje hier raus. Let's go. Es gibt einen Wirtschaftsbericht. Alles klar. Goldvermögen, bezahlte Löhne, produzierte Ressourcen. Auf dem lokalen Märkten verkaufte Waren 40. Sieht doch alles okay aus. In der Zwischenzeit bauen die hoffentlich
Bibliothek. Wie sieht das aus? Müssen wir noch neue Häuser bauen für die Leute? Schlafsaal? Für die ganzen Armen? Da müssten wir vielleicht... Oh ja, die Brauerei müssen wir auch bauen. Wichtig. Markt haben wir schon. Tempel können wir noch nicht. Lagerhaus. Haben wir überhaupt ein Lagerhaus? Wir haben das hier vielleicht. Das wird, glaube ich, auch als Lagerhaus. Eine Rauschhöhle. Uiuiui. Kaserne. Alles wichtig. Dekoration gibt es auch. Lass uns mal noch eine Brauerei errichten. Und zwar kommt die dann einfach, da ist die Bibliothek. Die Brauerei kommt hier hin. So, wir gehen auf die Weltkarte. Schauen, dass unsere Armee gleich ankommt. Wo ist sie denn? Oh, die Glocken läuten. Wo ist meine Armee? Wo ist meine Armee? Da. Nee, ist das meine Armee? Nein, das sind die Armen. Hallo? Müsste sie nicht schon längst da sein? Da. Ja, es läuft. Feldzug läuft. Ah, da jetzt. Marschiert er los. Das dauert ja eine ganze Weile. Oh, jetzt nehmen sie Fahrt auf. Und jetzt hauen wir Antje da raus. Die Arme wird gefoltert jeden Tag. So, jetzt erscheint hier dieses Symbol und dann gehen wir mal... Alter Schwede, obwohl wir besser sind als eben... Gut, die Laune ist ein bisschen schlechter. Ist die Prognose nicht gut. Das ist komisch. Aber wir machen es trotzdem. Vielleicht hätte ich dann mehr Bogenschützen noch nehmen sollen. Haben die eine größere Wertigkeit? Vielleicht. So, wir greifen jetzt die Typen an. Let's go. So, Schlacht beginnt. Schauen wir mal rein, was diesmal passiert. Also es ist schon erstaunlich. Einer ist schon niedergeschlagen. Von denen. Zwei sind schon niedergeschlagen. Doch, die Prognose war fehlerhaft. Die sind deutlich besser. Guck mal. Die haben gar keine Chance. Die haben noch eine 5, eine 4. Ja, guck mal, jetzt geht's da nieder mit denen. 3. So, jetzt geben sich vielleicht der Rest gleich. Wenn sie ein Einsehen haben. Nö, sie wollen es noch weiter versuchen. Dumm, wie sie sind. Die sind aber hartnäckig. So, der haut ab. Dem geht's nicht gut. Der ist raus. Der ist down. Ja, komm. Jetzt, ja, das war's doch jetzt, oder? Yeah, wir haben gewonnen. Ja, das war doch ein überragender Sieg. Jetzt kriegen wir eine kleine Abrechnung. Also, wir haben 8 in Sand. Niemand ist gestorben. Niemand ist geflohen. Niemand ist entführt. Wir haben von den Feinden einen erschlagen, 3 sind geflohen, 2 haben wir gefangen genommen. Das ist doch eine sehr gute Bilanz. So, Banditlager ist zerstört, Beziehung zu den Nachbarn hat sich verbessert auf plus 5. Und meine Matriarchin hat ein besseres Ansehen von uns plus 12. Wir haben 150 Mark verdient und 2 Geiseln genommen. Und die Geisel Antje wurde befreit und wird bald wieder in deine Stadt zurückkehren. So, das sind doch fantastische Nachrichten. Gut, dann können wir jetzt unsere Armee zurück nach Rötzlingen marschieren lassen. Machen Sie das? Setzen Sie sich in Bewegung? Ich glaube ja. Dauert eine Weile, oder? Aber müsste eigentlich passieren. So, wir gehen mal wieder nach Rötzlingen rein. Es ist Nacht, die Leute schlafen. Noch nichts gebaut worden. Kein Problem, ich verzeihe. Lass mal auf die Karte gucken. Ja, die bewegen sich, sehr gut. Die kommen nach Hause. Das wollte ich sehen. Sehr schön. So, die erste erfolgreiche Schlacht ist geschlagen. Sklaven. Sklaven sind in der Schlacht gefangen genommene Krieger oder ehemalige Vagabunden, die für ihre Verbrechen bestraft wurden. Sie benötigen spezielle Behandlung. Sklaven arbeiten 3 Stunden länger als freie Bauern, weshalb die Produktivität gesteigert wird. Sie müssen nicht in Gold bezahlt werden, legen ihre Verbrauchsgrenzen im Finanzmenü fest. Sklaven leben in Kerkern. Das Wissen über die Verwahrung von Sklaven wird für deren Bau benötigt. Ja, das müssten wir uns dann kaufen.
vermutlich von einem Händler dieses Wissen in Form eines Buches. Sklaven, vor allem die Unzufriedenen, wagen manchmal Fluchtversuche, platziere Patrouillen in der Nähe der Kerker und ihrer Arbeitsplätze. Unzufriedene Sklaven können einen Aufstand anzetteln. Klammer auf, Spartakus, Klammer zu. Ein befreiter Sklave erfreut sich an seiner Freiheit und wird möglicherweise zu einem tapferen Krieger. Okay, ja, das weiß ich noch nicht, ob ich die jetzt direkt befreien will. Wir können mal schauen, können wir hier, da, Sklaven. Hier kann ich einstellen, was die kriegen dürfen. Sie kriegen also Mehl und Steckrüben Max, aber eigentlich will ich denen ja auch Schnaps geben. Ein Schnaps. Ja, die dürfen auch Schnaps haben. Ich will, dass die happy sind, wenn die schon so viel arbeiten müssen. Okay, kommt alle nach Hause bitte. Ja, die sind jetzt wieder da. Irgendwo erscheinen sie jetzt hier, hoffentlich. Da. Da sind sie. Wer ist er denn? Oh, er ist komplett entzündete Wunde. Verlust eines Auges. Obdachlos. Gott. Ja, der hinkt auch wirklich hinterher. Ansonsten. Ja, die besprechen jetzt noch die Schlacht, wie es ihnen ergangen ist und so. Hoffentlich holt er sich dann jetzt seine dringend benötigte Salbe. Und wir müssen dann ja eigentlich auch noch mal für einen weiteren Wohnen, für einen Schlafsaal sorgen, den wir direkt daneben setzen einfach. Was ist denn die Höhe? Nee. So ist der Eingang. So. Schlafsaal an Schlafsaal. Okay. Guten Morgen. Der nächste Morgen bricht an. So, da kommen sie. Wir haben es geschafft. Wir haben sie befreit. Der hinkelt hinterher. So. Jeder holt sich, was er braucht, hoffentlich. Die geben die Waffen wieder ab. Ja, ist gut so. Und? Die schlafen hier draußen. Das ist natürlich bitter im Regen. Wir sollten vielleicht diesem Gebäude hier eine Priorität zuweisen. Ich mag das nicht, wenn ich Obdachlose habe. Die werden unzufrieden dann. So, jetzt wird hier gebaut. Finden sich schon Bauarbeiter. Sehr gut. Das Haus ist gleich fertig und bezugsbereit. Niemand sollte draußen schlafen müssen, der für mich kämpft. Super, das ist fertig. Die werden jetzt automatisch da einziehen können. Guten Morgen. Ihr dürft aufstehen und euch ein neues Zuhause aussuchen. Die Bibliothek ist auch bald fertig. Sehr schön. Oder ist sie sogar schon fertig? Die ist ja schon. Nee, die wird noch gebaut, oder? Ist da noch ein Bauzaun? So, da ist Antje. Wie geht's Antje? Kurz mal nach Antje checken. Agnostiker, okay. Sie ist Agnostikerin. Aber ansonsten geht's ihr gut. Sie ist, glaube ich, echt happy, dass wir sie wieder befreit haben. Zu Recht. Wir müssten eigentlich jetzt noch für Perilos ein Haus bauen. Ein Adelshaus. Weil der wohnt jetzt ja bei uns. Und guck mal, hier so Tür an Tür, oder? So. Wenn der obdachlos wäre, das ist ja nicht in unserem Sinne. Dann, der ist ja nur für 10 Tage gebucht, der Typ. Das heißt, mit dem müssen wir jetzt mal ein bisschen was unternehmen, dass die Beziehungen besser werden. Vielleicht können wir den dauerhaft an den Hof bekommen. Das wäre natürlich sehr schön. So, die Bibliothek wird auch jetzt fertig gehämmert. Der Franzmann hat sich bei Antje beliebt gemacht. Siehst du, das ist doch toll. Sehr gut, also die Bibliothek ist fertig. Das heißt, wir können jetzt hier auf Wissen gehen und können jetzt die Bücher studieren, die wir gekauft haben. Zum Beispiel richtiges Holz fällen. Denn das gibt uns ja instant die Möglichkeit, das dann auch zur Anwendung zu bringen. Das heißt, wir lernen das. Jetzt gucken wir mal, wer ist denn hier schlau? Wir sehen, Antje ist recht schlau. Und die muss sich eh mal erholen. Das heißt, die darf das jetzt studieren.
Bogenkunde könnten wir auch direkt sagen, alles klar, na, Perilos ist ja nur so ein Geliner Lord, das wäre mir nicht so wichtig, aber wir könnten sagen, Grundbirn macht das jetzt, der kann in der Zwischenzeit aber, glaube ich, dann auch nicht viel anderes machen. Und dann haben wir hier halt diese Sachen, die, glaube ich, ein bisschen wichtiger sind, zum Beispiel leckeres Ale. Und das Hopfenfeld ist auch, glaube ich, relativ wichtig. So, jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, Grundbirn soll das lesen. Dann haben wir jetzt zwei Leute, die damit beschäftigt sind. Das reicht erstmal. Das Lesen zählt auch als Ruhezeit, meine ich. Denn die haben ja auch Bedürfnis nach Ruhe. So, hört der Regen jetzt langsam mal auf? Ich hoffe doch. Die schlafen immer noch, die haben nicht mitbekommen, dass sie... Oder sind das die Sklaven? Ich habe doch nicht vier Sklaven. Nee, 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 guck mal, das sind nicht, das sind die Soldaten von eben. So, Grundbirn sieht nach dem Rechten, finde ich gut, hier wird Geholzfeld. Was ist denn hier oben? Ah, es wird hier angebaut. Sehr schön. Steckrübenfeld läuft. Okay, das ist wichtig. Die Steckrübenproduktion ist auf jeden Fall das Rückgrat unserer Gesellschaft. Hier wird jetzt die Brauerei errichtet und hatten wir nicht noch einen Tempel in Auftrag gegeben? Nee, hatten wir noch nicht. Dann bauen wir erstmal die zwei Sachen hier fertig. Ah, der schläft hier in... Okay, soll er doch. Der schläft auch noch. Ist der noch obdachlos? Ich hoffe nicht, ne? Ja, er ist obdachlos und er hat auch Hunger. Wir wollen ihn natürlich nicht bestrafen. Ich hoffe mal, er sucht sich jetzt selber den nötigen Platz. Können wir eigentlich Perilos umbenennen? Ja, okay. Wer will Perilos sein? Wer von euch? You need warehouses, sir. I can't understand. You're German? That's right. Hi, Adulali. Happy Slothmoth. Okay, dann heißt du jetzt Happy Slothmoth. Happy Sloth. Ah, geht nicht. Geht nur Happy Sloth. Ja, das passt doch. Happy Sloth. You English good? Yes, my English is very good. To be honest, I was born and raised in New York City. In Manhattan. My father is a very rich entrepreneur. He owns a lot of property in New York. But after a while, we got into a fight. And he won, so I had to leave the country, and now I'm living in Germany. And I do not speak English very often because I try to get rid of my past, you know, including my language. So I speak German most of the time. And because it hurts to listen to my mother tongue, and I can't do it anymore. It's, you know, so please don't. Don't make me speak English. It hurts a lot. Okay. wir müssen mal... Ja, okay, you're very sorry. You didn't know. It's fine. You didn't know. It's not your fault. Wir bauen jetzt ein Lagerhaus. Weil das haben wir uns hier gewünscht. Adulali hat sich gewünscht, dass wir ein Lagerhaus bauen. Es müsste dann eigentlich bei... Dienstleistung sein. Das hier. Ich nehme mal an, das wäre ganz gut, wenn das hier so im Dreieck zwischen den Produktionsstätten und so und dem Marktplatz und den Wohnhäusern. Also ich glaube, das Lagerhaus wäre hier ganz gut verortet. Das bauen wir mal hier. Okay, wird ein Lager ausgebaut. So, das Brauhaus hier ist auch fertig. Jetzt brauchen wir hier natürlich wieder einen Verwalter. Können es auch aufwerten. Aber erstmal brauchen wir einen Verwalter. Wer kann das gut machen? Jetzt schauen wir mal. Grundbirn hat schon zwei Betriebsstätten zugewiesen. Das ist natürlich nicht so gut. Happy Sloth hat noch nichts. Der ist ja erstmal nur geliehen, aber er kann das ja vielleicht trotzdem machen. In der Zwischenzeit hat er was zu tun.
Brauchen wir das eigentlich hier auch? Nee, bei der Bibliothek brauchen wir das nicht. So, der kommt jetzt hier und gibt Anweisungen, was da passieren soll. Wir haben da auch einen Arbeiter drin. Produziert Bier, Ale und Schnaps. Die Frage ist, was braucht er dafür? Hopfen und Weizen oder was? Ist das, ich glaube, es ist Hopfen. Hopfen und Malz wahrscheinlich. Kräuter. Oh, dann war das mal eine Kräuterhütte. Und er kann aber Schnaps machen. Und für Schnaps brauchen wir lediglich diese Rübe da, diese Steckrübe. Das heißt, zu Beginn wird er nichts großartig anderes produzieren können, außer Schnaps. Aber so ist das halt. Wir können auch einstellen, wie der das... Okay, wir machen automatische Zuweisung. Ja, können wir auch genau sagen, wer dort arbeiten soll. Und eigentlich können wir das auch einstellen bei Produktion hier. Jetzt können wir sagen, entweder der soll eine bestimmte Menge herstellen oder er soll so lange herstellen, bis eine gewisse Menge erreicht ist im Lager. Und dann können wir sagen, warte. Machen wir mal auf 100, weil das ist auch ein Exportgut. Wir gehen auf 100. Wir haben 76 Steckrüben hier im Lager. Ist gut. So, läuft doch eigentlich ganz gut alles gerade für den Moment. Hier wird das zweite Adelshaus gebaut, das vierte Adelshaus gebaut. Da kann dann Happy Sloth einziehen und hier müsste jetzt eigentlich genug Platz sein, auch damit diese Soldaten dann wohnen dürfen. Hoffe ich doch mal. Bewohner 1 von 10. Das ist voll. Ja, das müsste eigentlich gehen. Das passt schon. So, wir haben nur noch 4 Heilsalben. Plus 20 Holz. Waffen sind wieder mehr oder weniger zurückgegeben worden. Und Eisen haben wir 15. Bier haben wir auch noch ein bisschen was. Mehl. Steckrüben. So, jetzt würde ich gerne mal Folgendes machen. Ich würde gerne, dass, wenn Happy Sloth hier gleich fertig ist, ist er, jetzt würde ich gerne mal den so ein bisschen bezirzen. So, wir können ihn belohnen. Wenn ich dem 5 von meinen Ringen gebe, ich habe oben links, seht ihr, ich habe 16 Ringe, die kann ich von den Händlern kaufen. Ich kann ihn jetzt belohnen. Dann habe ich 25 Loyalität und die Beziehung zu meinem König verbessert. Ich kann ihn auch bedrohen, das mag er natürlich überhaupt nicht. Ich kann ihn unterrichten, das will ich jetzt aber auch nicht. Und ich kann jetzt Zeit mit ihm verbringen und kann zum Beispiel mit ihm auf die Wolfsjagd gehen. Ich kann mich mit ihm unterhalten. Ich kann mit ihm Würfel spielen. Und ich kann ihn zum Duell herausfordern. Ich kann ihn auch verführen. Das wollen wir aber nicht. Ich möchte mal mit ihm eine Wolfsjagd machen. Und zwar mit dem König. Nach der Jagd erhalten beide Teilnehmer einen lang anhaltenden Gemeinschaftsgedanken, gingen gemeinsam auf die Jagd. Plus 17, plus 21. Die Wahrscheinlichkeit auf ein gutes, tiefgründiges Gespräch nach der Jagd beträgt 54%. Ich würde mal einfach sagen, die beiden gehen mal jetzt auf die Jagd zusammen. Und sind danach hoffentlich guter Dinge. Mein Ziel ist es, es müsste eigentlich klappen, dass wir Happy Sloth dauerhaft an den Hof binden und er nicht nach Ablauf der zwar 10 Tage weg ist. Das wollen wir natürlich nicht. So. Jetzt können wir mal gucken, was wir als nächstes bauen. Was brauchen wir denn noch? Wir haben das Holzverlager, wir haben das Steckrübenfeld. Den Kräuterkundler können wir noch nicht bauen. Da müssen wir erstmal dieses Buch noch lesen, aber die sind hier beide noch beschäftigt. Das dauert noch eine Weile. Wir könnten eine Taverne bauen. Da wird der Alkohol verkauft. Da können die entspannen. Das ist auch immer sehr wichtig. Wir können den Altar bauen. Frömmigkeit ist nicht schlecht. Kaserne. Die müssten jetzt
Okay, das ist ein Wohnraum für die Krieger. Ich dachte eigentlich, dass die auch hier in dem Langhaus leben können, aber können die ja offensichtlich gar nicht. Sodass wir jetzt wirklich eine Kaserne brauchen, damit die nicht obdachlos sind, glaube ich. Wenn ich das richtig verstehe. Dann bauen wir mal hier eine Kaserne. Sollten nicht zu viele Beaufträge auf einmal machen. Dann können die da auch schlafen. So, hier Happy Sloth und Franzmann gehen jetzt hier zusammen auf die Jagd, auf die Wolfsjagd. Und unterhalten sich gehaltvoll. Sehr gehaltvolle Gespräche. Okay, wir machen ein bisschen schneller. Dass wir hier ein bisschen Meter machen noch. Oh, warte. Das ist jetzt das Lagerhaus. Da müssen wir auch wieder einen Verwalter hinzufügen. Die sind jetzt ja eigentlich unterwegs, die beiden. Ne, Franzmann und Happy Sloth sind unterwegs. Aber ich finde, da kann ruhig Antje auch mal jetzt tätig werden. Auch wenn der Bonus da nicht besonders hoch ist, aber Antje hat noch nichts zugewiesen bekommen. Das geht jetzt mal an Antje. Und wir machen wieder ein bisschen schneller. Da läuten die Glocken. Sehen wir hier auch, wo die auf der Jagd sind eigentlich? Die kommen einfach irgendwann wieder. Oh, Patrouillen. Alles klar. Du kannst Patrouillenkrieger zuweisen, indem du Tag- und Nacht-Patrouillenbanner aus dem Baumenü-Armee-Untermenü platzierst. Jedes Patrouillenbanner verfügt über einen Patrouillenbereich, in dem Wachen auf Streife gehen. Nachtpatrouillen schützen Lagerhäuser und Häuser vor verbrecherischen Vagabunden und bewachen die Sklaven in den Baracken. Tagpatrouillen hindern Sklaven an der Flucht aus Produktionsstätten und schützen Arbeiter vor Säbelzahnwolf-Angriffen. Wachen ermüden durch diese Tätigkeit, weshalb sich ihre Laune verschlechtert, wenn sie mehr Patrouillen verrichten müssen, was vor einer Schlacht von Bedeutung sein kann. Die rekrutierten Krieger wechseln sich automatisch mit dem Wachdienst ab. Das können wir gerne mal machen. Construction Army und dann Night Patrol und Day Patrol. Lass das mal kurz uns angucken. War das hier? Ne, warte, wo war das? Armee. Da, Tagespatrouille und Nachtpatrouille. Dann machen wir mal eine Tagespatrouille. Ja, wo sind denn das eigentlich die Sklaven eingesetzt? Wir sollten wahrscheinlich auf jeden Fall hier so das Lager. Weiß ich nicht, so. Ah ja, haben wir. Da ist jetzt mal eine Patrouille. Können wir das Ganze auch nochmal... Nee, das war falsch. Armee und eine Nachtpatrouille. Die würde ich auch hier erstmal so um das Lagerhaus herum. So, jetzt haben wir da zwei Patrouillen gebaut. Oh, warte, da ist was passiert. Wir sehen hier Happy Joy Joy. Die enjoyen die Jagd. Ist gut. Fällt mir. Machen schneller. Die lassen hier alle Kohle da. Das gefällt mir auch sehr gut. Also mit der Kaserne. Haben wir überhaupt Eisen? Ja, aber nicht mehr so viel. Nicht mehr so schrecklich viel Eisen. Die lesen hier ihre Bücher. Das finde ich sehr, sehr gut. Lagerhaus sind drei Bauarbeiter drin. Lass uns mal eben gucken. Hier, wir haben... Die sind beide Kaiden, die Sklaven. Ja. Oder ist Happy Sloth? Okay, kriege ich jetzt noch eine Abrechnung? Da ist er. Lololo. Ich hoffe mal, dass der Franzmann, ja. Oh, was ist da? Hat er gebrochene Knochen? Eine Schnittwunde. Oh Gott, der Arme. Ja, wahrscheinlich von der Jagd, oder? Jetzt haben wir hier noch einen Wirtschaftsbericht. Unzureichende Arbeiter für die Nachtpatrouille und für die Tagespatrouille. Ja, gut. Ist, wie es ist. Müssen wir Leute einstellen. So, was ist mit ihm? Er ist doch total loyal. Ihm geht's doch gut. Schlechte Beziehung zum König. Warum? Aber die Loyalität sieht doch gut aus. Vielleicht können wir den jetzt dauerhaft...
Der König gewährt Happy Sloth einen Titel, wodurch dieser zu einem vollwertigen Mitglied der Familie wird. Es wird nötig sein, der liebenden Familie eine Steuer zu bezahlen, um Happy Sloth die Rechte auf seine Erblinie zu sichern. Konsequenzen: Happy Sloth erhält den Titel und schließt sich Rötzling an. 256 Gold werden als Steuer an die liebende Familie entrichtet. Die Zahl der verfügbaren Titel wird um 1 reduziert. Wie viele verfügbare Titel haben wir denn überhaupt? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber was, wir gucken uns den einmal noch genauer an, was er überhaupt kann. Also, Verwaltung, ja, hat er ein Talent sogar. Schlaf, ja gut, kannst du haben. Wir haben jetzt das neue Haus, da darfst du dann einziehen. So, was kann der denn? Manieren 2, lächerlich wenig. Ist 31 Jahre alt. Verwalten ist ja ganz gut. Scharfzüngig. Geistig behindert, leichtsinnig. Und ja, gut. Eine höhere Tapferkeitsschwelle. Ja, der hat natürlich nicht jetzt so richtig viele Talente. Das kann er gut. Das finde ich nicht schlecht. Aber so von dem Gesamt, naja. Er fällt jetzt auch nicht negativ ab, aber er kann jetzt nicht so wirklich krass. Aber wir können einfach mal sagen, weil das war ja jetzt die Idee, dass er einen Titel gewährt bekommt. Und dann schauen wir mal, ob der sich dauerhaft bei uns niederlassen will. Sind das hier sozusagen, ist das jetzt hier die, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuch's einfach mal. Das klappt. Jetzt labert er mit ihm. Ja, hallo, willst du nicht bei uns einziehen? Du bist ein guter Typ. Eigentlich so. Sven, ich bin mir von dir überzeugt. Ich bin, du hast hier wirklich gute Arbeit gemacht. Du hast dich in der Schlacht bewiesen. Du hast dich hier bei der Wolfsjagd oder so hier. Alles klar. Happy Sloth hat den Adelstitel erhalten. So, jetzt müsste der hoffentlich. Würde er was? Ein Gefängnis haben? Ja, er hat jetzt irgendeinen Titel, ne? Oh, die Sklaven schlafen. Sind das die Sklaven? Ja. Die schlafen auf dem Boden. Finden die überhaupt nicht gut. Eigenschaft? Ehemaliger Verbrecher. Ja. Also bist du jetzt happy oder was? Hoffe ich doch. Jetzt kann der hier in seine eigene Behausung und da schlafen. Gute Nacht. So, die müssen auf dem Boot schlafen. Die Kaserne ist noch nicht fertig, was sehr schade ist. Keiner hat Interesse daran zu arbeiten. So ist es halt. Ah. Gute Information, Nicola. Hallo, Nicola. Hallo, ich denke, da ist gerade was Tolles erschienen. Hast du schon gesehen? Ja, jetzt sehe ich das gerade, ja. Geht das nur über GOG? Ja. Gibt es eine Ansage, wann das über Steam erscheint? Nein, leider nicht, aber es funktioniert auch mit der Steam-Version. Achso, also ich kann das hier holen und dann geht's auch über Steam? Yes. Bin gerade beim Installieren. Oh, weiß ich gerade nicht mehr. Aber das können wir ja dann nach dem Stream wahrscheinlich machen, oder? So. Also, weshalb Nicola hier gerade mich angehauen hat, ist, weil Fallout London ist erschienen und das wollen wir natürlich auch zeitnah machen. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier. Lassen uns nicht ablenken. Und ich kaufe das nur schnell. Und währenddessen läuft hier alles weiter. So. Okay, ich mach schon mal. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. So, okay. Wie sieht's hier aus? Die sind alle happy, das ist gut. Man muss sich immer um die Bedürfnisse der Leute kümmern. Lass uns einmal kurz einen Blick auf die herrschenden Personen werfen, was deren Problem ist. Geringe Einsamkeit, die heilige Sophie hat mich verlassen. Okay, und eine Erschöpfung, es ist jetzt auszuhalten. Mittelmäßige Erschöpfung, ja, da muss ich ein bisschen, der hat ein Bedürfnis nach Ruhe. Vielleicht hat er nicht genug Alkohol.
Was ist bei ihr? Mittelmäßige Erschöpfung, okay. Und Schmerz wegen Verletzung. Das ist alles okay soweit. Wie geht's unseren... Die Laune ist bei 59. Ich glaube, wir müssen mal so eine Art Tempel oder irgendwas bauen auch. Ich glaube, die Leute haben Bock auf den Tempel. Wo bist du denn? Hatte ich nicht... Warte mal. Wo bist du? Mühlebrauerei? Taverne, Markt, Tempel? Kann ich noch gar nicht. Dann halt ein Altar. Bauen wir mal ein Altar. Gibt immerhin Frömmigkeit. So, weiter. Wie sieht's aus mit dem Wissen? Ah, das dauert lange, ne? Bis sie das gelesen haben. Natürlich falscher Rechner, Nikola, ne? Nicht jetzt hier installieren. Ist egal. Ich kann es auch überziehen dann. So. Ah ja, okay, der ist hier fertig. Geschmorte Steckrübe. Guck mal. Wir haben die geschmorte Steckrübe haben wir entdeckt. Ist das nicht ein bisschen... Oh, und hier, wir haben die Kaserne. Ja, da haben die endlich jetzt auch einen Unterschlupf. Also die Soldaten dürfen nicht im gemeinen Langhaus hier mitschlafen, sondern die müssen ja... eigene Unterkunft bekommen. Das ist gut zu wissen. Wie sieht's aus? Sieht alles gut aus soweit? Jetzt warten wir mal auf diese Bücher und in der Zwischenzeit können wir nicht so viel Neues mehr bauen. Die Taverne wäre noch interessant. Eigentlich braucht man immer eine Taverne. Tavernen sind gut. Ich baue hier eine Taverne. Brauchen wir auch. Alkohol ist ein zentraler Bestandteil der Kultur Rötzlings. Die Taverne wird gebaut. Alle freuen sich. Yay, yeah, wir kriegen eine Taverne, Leute. Ja, packt alle mit an. So, Taverne ist fertig. Oh no! Antje hat die Persönlichkeitseigenschaft Männerfeindlichkeit erlangt. Oh Gott! Antje, was ist los? Warum? Untreue des Partners. Oh no! Untreue des Partners Le Franzmann. Franzmann ist hier fremdgegangen! Mit Iskriza. Oh Gott! Nein! Franzmann! Was, warum? Mit... Wer ist sie denn hier? Iskriza. Diese hier! Oh! Okay, wer von euch im Chat möchte den Namen der ehezerstörenden, aber sehr reizvollen Person tragen? Sneep Snoot war der Erste. Sneep Snoot. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Beziehung der herrschenden zerstört, was selbstverständlich überhaupt gar keine Auswirkungen auf das Volk haben wird, wenn es da Unruhe gibt, ist ja klar. So, die Taverne sieht gut aus. Da können die jetzt hin. Starke Leistung. Den König verführt. Das ist ja auch hart. Wirst du in der Gefangenschaft gefoltert, kommst nach Hause... Hat der König eine neue? Das ist auch echt nicht besonders nett. Das dauert immer noch. Wir machen mal ein bisschen schneller, damit wir das studiert bekommen. Fetzige Musik spielt. Sehr laut. Mal ein bisschen leiser. Ballert mir zu sehr. Guck mal, die feiern richtig, machen richtig Party in der Taverne. Franzmann! Was ist denn mit Franzmann? Der jetzt hat der Neidra bloßgestellt. Oh, der Händler ist da. Der Händler ist da, das heißt, wir können
Grundbirn mal mit ihm verhandeln lassen. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben natürlich jetzt deutlich weniger Geld, weil wir sehr viel ausgegeben haben. Wir können jetzt ein paar Steckrüben verkaufen. Warum eigentlich nicht? Und verdienen natürlich lächerlich wenig Geld, aber das ist jetzt unser einziges Wirtschaftsgut, was wir handeln können. Wir brauchen jetzt von ihm, glaube ich, nicht so schrecklich viel. Wir haben noch 4 Medizin. Wir könnten sagen, gut, eine Medizin haben wir, 5 füllen wir das mal auf. Oh, wir können Sklaven kaufen. Guck dich das mal an, wir können originale Sklaven kaufen. Dies waren Alter plus 10, letzter Preis. Was ist letzter Preis? Was ist letzter Preis? Guck mal, hier, die gehört zu uns. Also der hier. Den kaufen wir einfach, weil der gehört zu uns. Und dann könnten wir jetzt noch Streitkolbenschlag mit, oh, verlangsamt die Alterung. Die auch nicht schlecht. Der negative Gedanke, der durch den Konsum von Schnaps hervorgerufen wird, fällt in dieser Provinz halb so stark aus. Ja. Aber das kaufen wir jetzt mal nicht. Irgendwelche anderen Dinge, die wir dringend benötigen. Diese Ringe können wir kaufen. Die sind immer gut, glaube ich. Was wir haben, haben wir. Das sollte uns schon reichen für den Moment. Papier ist auch immer wichtig für so Diplomatie. Haben wir aber auch. Sollte, reicht jetzt. Machen wir natürlich wieder ein bisschen Verlust. Aber wichtig. So, haben wir. Gut. Wie sieht das aus mit dem Studieren hier? Das dauert. Sie ist natürlich jetzt verdammt unglücklich. Ich verstehe das. Der mussten wir irgendwas Gutes gönnen. Aber was? Irgendwas müssen wir für sie tun. Ich hoffe mal, sie liest jetzt erstmal das Buch. Damit sich hier unsere Welt weiterentwickelt, muss sie das lesen. Könnten auch noch ein zweites Steckrübenfeld bauen, aber da warten wir jetzt nochmal kurz ab. Oh, okay, das ist der Wirtschaftsbericht. Ja, wir können ja auch noch ein bisschen was verbessern. Wir können sogar Straßen bauen. Dauert, ne? Das dauert richtig lang, so ein Buch zu erlernen. So, gute Nacht. Ey, warte mal. Achso, das ist der Händler. Ich wollte gerade sagen, ich habe gedacht, da gehen Leute weg. Verlassen Leute mein Dorf hier. Das hätte ich natürlich nicht gut gefunden. Ich zeige euch noch mal was anderes. Und zwar können wir Handel betreiben. Ihr seht, wir haben noch keine aktiven Handelsverträge. Aber natürlich ist das auch möglich, wenn wir jetzt in diese Welt gehen und ein anderes Dorf uns mal anschauen, zum Beispiel Großnebel. Können wir das anklicken und jetzt sehen wir erstmal, was da für Leute so wohnen, wer das so ist, was wir für eine Beziehung auch zu denen unterhalten. Und dann können wir auch hier zu denen Kontakt aufnehmen, können mit denen auch eine Wolfsjagd veranstalten oder Zeit verbringen. Wir können einen Brief schicken und damit beeinflussen wir maßgeblich die Beziehung zu unseren Nachbarn. Wir können dann die auch vielleicht für eine gemeinsame Sache gewinnen, aber wir können halt auch mit denen handeln. Und jetzt sehen wir, was die wollen. Also die verkaufen Hopfen. Das heißt, er bietet mir an, jeden Tag 17 Hopfen für 51 Gold. Damit hätte ein Hopfen 3 Gold wert. Zu verkaufen. Oh, kostet 150 einmalig als Vertragsabschlussgebühr. Und er kauft aber auch Bier. Das heißt, er würde mir garantieren, dass er mir jeden Tag 12 Bier zum Preis von 132 Gold, was das ein Stückpreis von 11 Gold pro Bier ergibt, würde er mir abnehmen. Weil das garantiert mir dann eine gewisse einen Preis und eine Verfügbarkeit. Und ich löse mich damit von dem Händler, der immer andere Preise hat. Und der Händler wird auch dadurch beeinflusst, wie viel er von mir kauft. Also wenn ich jetzt super viele Steckrüben an den Händler verkaufe,
dann sinkt der Wert der Steckrübe. Der wird dann halt günstiger, logischerweise, wie das in der echten Wirtschaft auch ist. Je mehr Güter in den Umlauf kommen, desto geringer ist der Preis, logischerweise. Und hier könnte ich mit einem Handelsvertrag eben dafür sorgen, dass der Preis konstant bleibt und mir garantiert eine gewisse Summe X abgenommen wird. Das könnte ich einfach machen. Ich habe jetzt aber gerade nicht so ein Interesse daran. Klar, Hopfen wäre irgendwann interessant, selber Bier herzustellen, aber da sind wir noch nicht. Und Bier verkaufen können wir auch nicht, weil wir gar kein Bier herstellen. Aber das kann man halt auch machen. Und hier kann man natürlich, guck mal hier, man kann Missetaten machen. Man kann jemanden entführen. Man kann sogar ein Attentat durchführen. Wir können vielleicht sogar Wissen klauen, Bücher klauen. Also alles Mögliche, was so die Beziehung zu den Nachbarn angeht. Und das ist halt sehr Crusader Kings-artig. Mir gefällt das richtig gut. Ich finde das mega nice. So, ich will jetzt noch mal ganz kurz warten, bis wir hier dieses Buch gelesen haben. Jetzt schlafen die natürlich. Das dauert. Schlaf. So, was? Oh, guck mal. Oh. Die Nitra. Guck mal, die können wir jetzt anheuern. Und wer... Antje redet mal mit ihr. Okay, die ist jetzt am Hof. Hau die jetzt ab. Kriege ich sie noch gestellt? Nee. Antje, sie läuft hinterher. Warte. Oh, wer ist schneller? Oh Gott. Ich glaube, wenn sie hier die Karte verlässt, ist sie weg. Holt Antje sie noch ein? Oh Gott! Antje! Gibt aber erst das Wettrennen! Oh, hab ich dich noch richtig erwischt. Du, ich würde gerne, dass du hier bleibst. Du hast mir richtig gut gefallen und alles. Okay. Das ist das, was ich gerade euch sagte mit dem Handel. Oh, sie hat sie überredet. Antje hat sie überredet bekommen. Nitras, klingt übrigens wie so ein American Gladiator-Name, bleibt bei uns. Jetzt haben wir sie. Und macht irgendwelche Sachen. Sie ist obdachlos, ja, weil wir natürlich jetzt kein Haus für sie haben. Aber wir bauen ihr dann hier ein weiteres Adelshaus. Bam, kann sie wohnen. Ist sie hoffentlich happy. So, wie sieht das aus mit dem Wissen? Das dauert ewig, bis das fertig ist. Königliche Ambitionen. Der König beschließt, dass es an der Zeit ist, jene Ambitionen zu verlautbaren, welche die Zukunft einer Adelsfamilie bestimmen werden. Fruchtbar. Je mehr Bevölkerung, desto mehr Stärke. Erhöhe die Bevölkerung der Provinz um 69 Einwohner. Das ist der empfohlene Part. Eroberer. Macht sichert das Wohlergehen der Dynastie. Füge deinem Königreich 4 Vasallen hinzu. Einiger. Wir sind nur stark, wenn wir uns gegenseitig helfen. Erweitere deine Provinz, deine Allianz der freien Städte auf 3 Provinzen. Oder Wirtschaftler. Die Wirtschaft entscheidet alles. Erreiche eine Tagesproduktion von Waren im Wert von 1772 Gold. Ja, fruchtbar wird uns empfohlen. Ist offensichtlich das Einfachste. Passt vielleicht auch zu unseren Einstellungen. Und das nehmen wir jetzt mal als Ziel an. Alle Könige haben Ambitionen. Wenn diese nicht verfolgt werden, beginnt sich der König bei der Zeit wie ein Versager zu fühlen. Kann er sie jedoch umsetzen, erhält er eine deutliche Moralsteigerung. Falls du Ambitionen auf dem Gebiet der Produktion ausgewählt hast, musst du das Wissen studieren und weitere komplexe Gebäude errichten, in denen du teure Waren produzieren kannst. Ambitionen in Sachen Bevölkerung werden durch die Erfüllung der Bedürfnisse von Bauern erfüllt, Wohnraum, gutes Essen und guter Alkohol. Das ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Also Wohnraum, guter Alkohol, gutes Essen, das ist das, was die Leute wollen. Und 42% haben wir sogar schon erreicht. So, jetzt. Neues Wissen wird aus dem Buch erlangt. Hopfenfeld und Bier. Dann können wir jetzt noch mal als nächstes, also da, guck mal, das haben wir schon, geschmorte Steckrübe. Jetzt könnten wir mal noch das leckere Ale lernen lassen von Happy Sloth. Der ist jetzt ja auch dauerhaft bei uns angestellt. Und das richtige Holzfällen wird auch in Kürze fertig sein. Das heißt, wir haben jetzt was Neues, und zwar das Hopfenfeld. So, dann gucken wir mal, dass wir eine möglichst hohe Fruchtbarkeit hier sind 100%, sehr gut. Bam, da ballern wir das Hopfenfeld drauf. Können dann irgendwann auch mit Bier. Wir brauchen nur noch Wasser, Malz wahrscheinlich auch noch. Und dann können wir Bier produzieren, was ein wertigeres Alkoholgetränk ist, wodurch die Leute glücklicher sind. So, dann let's go. Jetzt müssen wir eigentlich jede Sekunde, bam, da ist es. Richtiges Holzfällen haben wir jetzt erlangt. Das weiß sie. Und wir könnten jetzt, glaube ich, auch noch mal
ein Buch über dieses Wissen schreiben. Dafür brauchen wir drei Papierressourcen. Und wenn wir dann dieses Buch haben, ich nehme an, wir können es dann entweder verkaufen oder wir können das auch behalten, weil wenn diese Person, die das Wissen hat, stirbt oder uns verlässt, geht das Wissen mit ihr verloren. Und ich nehme mal an, wenn ich dann ein Buch geschrieben habe und habe es im Inventar, kann eine andere Person dieses Buch lesen und sich das Wissen aneignen. Und dann sind wir ja eben nicht abhängig davon, dass die Person, die einzige, die das alles kennt, am Leben und am Hofe bleibt. So, das können wir dann auch in Auftrag geben. Aber das haben wir jetzt auch. Das heißt, unsere Holzproduktion müsste jetzt eigentlich gesteigert sein. Ich hoffe mal, das ist jetzt dieser Bonus vielleicht plus 6. Ich weiß nicht, ist das der... Entweder das ist der Bonus über den Monarchen oder es ist jetzt schon der Bonus, den wir durch das Buch haben. Bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls haben wir den jetzt auch. So, und das war das, was ich noch zeigen wollte. Für heute. Das ist Norland. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel richtig gut. Ich habe jetzt ja schon 27 Mal gesagt, dass es eine Mischung ist aus Crusader Kings und Rimworld. Aber vielleicht versteht ihr jetzt nach dieser Session auch, warum ich das so oft sage. Es hat natürlich so eine süße, knuffelige Optik, aber es hat halt einen sehr großen Tiefgang und trotzdem eine gewisse Zugänglichkeit, auch durch das Tutorial. Und wenn man natürlich jetzt beide Spiele schon kennt, kommt man natürlich sehr viel leichter rein. Aber ich glaube, auch wenn man die Spiele nicht kennt, sollte man sich nicht erschlagen lassen von der Optionsvielfalt, weil man lernt das so peu à peu. Und dann hat man ein richtig schönes, tiefgehendes Spiel. Und ich werde da auf jeden Fall noch dranbleiben. Mir gefällt das richtig gut. Mich würde sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Würdet ihr das gerne noch mal sehen? Würdet ihr gerne noch weiterspielen? Ist es für euch auch von Interesse? Dann könnt ihr das vermutlich auf Steam und anderen Plattformen käuflich erwerben. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's von mir und Norland. Tschüss und auf Wiedersehen.